Ja, hallihallo, schön willkommen bei mir hier in Norwegen. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Video. Viele haben schon gefragt. Dazu erkläre ich noch was in einem extra Video. Was machen wir heute? Heute ist es mal Eisfischen. Meine Frau hat sich's gewünscht, weil wir genau vor einer Woche, heute ist Samstag, letzten Samstag sind wir hier mal aufs Eis gegangen, was normalerweise gar nicht meine Sache ist. Und ja, sie hat mich mal mitgenommen und wir sind hier bei mir schön am Oslofjord, der ist ja weiter draußen, das ist der Nebenarm, ist der Tønsbergfjord, sind wir halt hier draußen auf die Inseln rauf, wo man halt nur im Sommer mit dem Kajak normalerweise hinkommt. Und ja, wir sind auch gar nicht die Einzigen, wenn man so am Horizont mal ein bisschen schaut hier, da sind überall mal ein paar Eisangler. Und da machen wir heute mal mit. Was haben wir dabei? Da kommt auch mal wieder der Fjellpulk zum Einsatz, ein bisschen Ausrüstung dabei, das werdet ihr aber noch sehen. Und wir suchen jetzt erstmal hier einen Startpunkt, wo wir raufgehen können. Beim letzten Mal sind wir dort hinten von dem Steg aufs Eis. Ja, unser Ziel ist es halt heute auf die Insel dort erstmal zu kommen und hinter der Insel. Dort geht es dann nämlich um die 20 Meter tief und dort versuchen wir zu angeln. Gut, dann wollen wir mal losgehen. Ja, hier ist jetzt unser Loch. Wir haben jetzt gleich drei gemacht. Wir haben uns von den nächsten Eisanglern mal den Eisbohrer ausgeliehen. Und die Eisdicke würde ich jetzt auf 15 bis 20 Zentimeter schätzen. Also das ist schon mehr als genug. Also da wäre ich mit dem Hammer auch gar nicht durchgekommen. Also mir hätten noch knapp 10 cm mit dem Hammer gefehlt und ja, der wäre mein Handschuh nass geworden. Also Leute, gutes Equipment ist die halbe Miete. Und jetzt versuchen wir halt erstmal ein paar Fische zu angeln. Die Steffi, die wartet hier schon, hat den Köder jetzt bis auf den Grund gelassen. Und ich werde gleich noch die zweite Angel in ein zweites Loch reinmachen. Wir haben uns gleich, wie gesagt, drei vorgebohrt. Ja, hallo, ich bin's gleich nochmal. Wir sind jetzt knapp eine Stunde draußen, noch nichts gefangen. Dort hinten, die sind alle am Fangen, aber wir fangen noch nichts. Weiter geht's. Ich mache jetzt kurz einen kleinen Verdauungsspaziergang hier um die Insel. Es ist einfach mal Wahnsinn. Du kannst hier überall laufen. Ihr seht, es ist alles weiß, es ist alles der offene Fjord. Super. Ja, und dort drüben ist die Schafinsel. Alle, die öfters mal zugeschaut haben bei mir, werden es kennen. Und es ist alles dicht hier. Jo, ich mache wie gesagt jetzt einen kleinen Aufwärmungsgang, dass wieder alles warm wird. Es sind so minus 2, 3, 4 Grad. Man merkt es dann, wenn man doch am Loch sitzt, es wird kalt. Ja. Und ich werde gleich nochmal austreten gehen. Ja, die Ernüchterung nach 2 Stunden, noch nichts gefangen. Also angeln hier in Norwegen, wir sind jetzt nicht gerade so. Keine Ahnung, warum das bei uns immer nicht funktioniert. Wir hatten ja, wie gesagt, die Polen vorhin gefragt, nach dem Bohrer. Keine Ahnung, wie lange die schon da gewesen sind. Aber die haben dann schon 10 Fische da liegen gehabt. 20 cm. 20, 25 cm. Und ja, wir haben jetzt halt deren Stelle besetzt. Ich habe nochmal einen kleinen Schwenk gemacht auf die Insel. Und habe da ein bisschen Holz geholt, seht ihr hinter mir. Also wenn was ist, dann machen wir hier noch ein bisschen Feuer, sollte nichts passieren. Und dort hinten kommt noch mal Verstärkung, ich weiß gar nicht, ob er was dabei hat. Wo ist er denn? Da hinten kommt auf jeden Fall mein Bruder noch angelaufen mit Hundi. Mal gucken, ob er uns hier tatkräftig helfen kann. Schauen wir mal, das Glück ist auf unserer Seite. Jo, ernüchternde Nachrichten. Wir haben die Zelte jetzt eingepackt. Wir waren jetzt
knapp 3 oder 4 Stunden hier draußen. Schlitten wird gezogen von der Frau, nichts gefangen. Naja, mal schauen, vielleicht beim nächsten Mal. Weiß nicht, was wir immer falsch machen beim Angeln. Das ist hier so eine Leidensgeschichte, oder Schatz? Wir brauchen Paternoster. Wir brauchen Paternoster. Gut. Also, das war mal seit langem mal wieder ein Video. Danke, dass ihr dabei wart. Schöne Grüße von meiner Frau und dort hinten mein Brüderchen. Schöne Grüße auch da. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Ciao. So, hallo, da seid ihr wieder und es geht gleich weiter im Video. Alles zusammengeschnitten. Man muss das Angeln einfach öfters probieren. Heute haben wir echt ein Bombenwetter. Ich glaube, gestartet sind wir heute bei minus 7 Grad. Und aber extrem strahlender Sonnenschein, das heißt ein super motivierendes Wetter. Ja, Eis ist ein bisschen dünner als beim letzten Mal, weil es einfach in der Woche warm war. Ich würde es mal tippen, zwischen 10 und 15 cm ist das Eis. Ich bin auch nur aufgegangen, weil schon mehrere Eisangler heute drauf sind. Ansonsten ist Eis, wie ihr es letztens schon gehört habt, nicht so mein Element. Aber ansonsten, es schaut heute echt super aus. Schaut euch mal das Wetter an, strahlender Sonnenschein. Und dort hinten sind auch die anderen Angler. Und ja, wie gesagt, ich wohne ja gleich hier oben, oben auf dem Berg da. Bin trotzdem mit dem Auto runtergefahren, weil wir noch unterwegs waren. Ausgeladen, jetzt hier aufs Eis. Schwierigste beim Eisangeln ist eigentlich erstmal aufs Eis zu kommen, weil die Ränder einfach brüchig sind. Aber ich sage euch mal jetzt die Löcher. Ja, hier ist meins. Ich habe meins ein bisschen größer gemacht. Dreimal angebohrt. Und Steffi lässt ihr es so. Ja, und dann wollen wir hier mal heute versuchen zu angeln, ob wir diesmal was bekommen. Auf jeden Fall durch die Sonne wird uns schön warm, aber wir haben bessere Klamotten als beim letzten Mal noch dabei. Zottels? Ja. Sind sehr stark. Ja! Yes! Schlag ein! Mein erster Fisch! Yes, 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 yes! Sehr schön! Sehr gut gemacht, Schatz. Jetzt frage ich mich aber nicht, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht tun wir es senden. Sehr schön. Ja, Leute, so kann es gehen. Heute auf Paternoster probiert hier beim Eisfischen mit ein paar Fischfetzen. Und hat funktioniert. Ich weiß jetzt leider nicht, was das für ein Fisch ist, das muss ich dann zu Hause mal schauen. So, jetzt habe ich auch meinen ersten Fisch gefangen, auch wenn er nicht groß ist, nur halb so groß wie der von Steffi. Aber auch ein kleiner Mini-Dorsch. Steffi kann ja mal runterschwenken. Ihr seht, das ist der von ihr und das ist meiner, auch ein Dorsch. Den hauen wir jetzt noch einen vom Kopf, dass er hier nicht mehr so rumquälen muss und einmal... Da kriegt er schon seine Starre. Und ja, den kann man vielleicht als Köderfisch benutzen für was anderes. Schauen wir mal. Gut, weiter geht's. Aber einen Fisch hat er bekommen.
So Leute, jetzt war das Glück wieder mit mir. Ich habe ja noch habe die Fischfetzen vom Alten dran gemacht, hat nicht funktioniert. Dachte ich, okay, ich mache wieder den kleinen Paternoster ran und ein paar neue Fischfetzen ran, die wir aber am Supermarkt gekauft haben. Und ich habe mal aus Jux und Dollerei so einen kaputten Jig noch ran gemacht. Also das war so ein kleiner gelber Jig, der aber schon kaputt war. Habe ich einfach mal dran gemacht. Und seht her, ich hoffe, das war jetzt innerhalb von 2 Minuten oder so ungefähr, war das Ding da unten gleich 2 angebissen. 2 Mini-Dorsche, super. Ja, so muss das laufen. Sind jetzt nicht die größten Fische, aber ihr seht, da vorne ist so ein kleiner halber Jig drin und die Haken, die ich habe, sind auch wirklich extrem klein. Sehr schön. Ist nicht groß, aber es sind Erfolge. Steh mal ein bisschen auf, dass du am Loch bist. Du bist schon jetzt oben, musst du nur hochziehen. Sehr schön. Und wieder einen Dorsch. Sehr schön, Dorsch Nummer 4, frischer Köder. Das war's anscheinend. Was hat er im Maul drin? Schauen wir gleich mal. Gut, ich übergebe mal die Kamera. Leg einfach ab da die Angel. Wichtiges Werkzeug. Genau, jetzt haben wir den hier noch in von Latz. So, bleibt da schön liegen. Und da, komm schon. So, Kiemchen auf, jetzt hat er eher mal in von Latz gekriegt. Und dann holen wir uns den Köder aus. Sehr schön. So muss das laufen, Leute. Fisch Nummer 4.